Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS. Ihr seht, ich bin hier gerade auf Wikipedia mit einem Artikel über das Gauß-Gewehr, ein sogenannter Beschleuniger, und das wollen wir heute in der Folge quasi in SFS nachmachen. Auf Englisch wird es als Railgun bezeichnet, einfach mal nur so, dass man es weiß. Das ist halt einfach eine Möglichkeit, um Sachen sehr schnell zu beschleunigen. Und das möchte ich quasi nachbauen, quasi so als Konzept, und einfach mal schauen, ob wir quasi Objekten wie zum Beispiel kleineren Satelliten so ein bisschen mehr extra Delta V geben können, ja, so ein bisschen Anschwung vorher geben können. Hier haben wir eine kleine, ja, Skizze dazu, beziehungsweise eine Darstellung, animierte Darstellung eines dreistufigen Gauss-Gewehrs. Dreistufig, weil es gibt drei dieser Spulen. Erstmal, wir haben halt in der Mitte dieses Projektil, das wahrscheinlich aus Metall besteht, also was garantiert aus Metall besteht, es muss aus Metall bestehen, damit das überhaupt magnetisch leitfähig ist. In dem Fall ist es wahrscheinlich so eine, ja, Patrone für eine Pistole bzw. ein Gewehr. Bei uns wird es natürlich deutlich friedlichere Zwecke haben. Das soll nicht dazu da sein, um irgendwelche Sachen zu zerstören, sondern möglichst billig zum Beispiel Satelliten vom Mond bzw. von irgendeinem Asteroiden zu starten. Ja? Also wir haben diese Patrone in die Mitte bzw. unsere Nutzlast. Außenrum haben wir so eine Röhre, die besteht hier entweder aus Glas oder aus Metall. An sich ist ja nur eine Darstellung, die könnte genauso gut aus Plastik oder Beton bestehen, vollkommen egal. Dann haben wir hier diese drei Spulen, die werden ja auch immer wieder grün. Das ist einfach so Draht, der um die Röhre drum gewickelt wird. Und dann läuft da jedes Mal Strom durch. Jedes Mal, wenn es grün wird, wird es quasi angezeigt, da läuft Strom durch. Und in dem Moment, wo Strom durchläuft, erzeugt das Ganze ein Magnetfeld. Um es einfach zu machen, jedes Mal, wenn es grün wird, funktioniert es wie so ein Magnet und zieht dieses Projektil in der Mitte an. Ja? Aber ihr seht auch, sobald das Projektil quasi in die Spule reingeht, wird das wieder abgeschaltet, ja? Damit es es nicht wieder zurück nach links zieht. Das muss man natürlich unbedingt verhindern, weil sonst kommen wir nirgendwo hin. Wir gehen nach rechts und wieder nach links. Das bringt gar nichts. Wir wollen ja ganz schnell nach rechts raus. Und dadurch müssen die Spulen wieder abgeschaltet werden, damit sie keinen magnetischen Einfluss mehr auf das Projektil haben. Das Ganze wird auch bei Magnetschwebebahnen verwendet. Das möchte ich ganz gerne auch mal in Zukunft machen, in auch so einem Video. Ja? Wer weiß wann, kommt schon irgendwann. Jedenfalls wäre das auch mal ganz interessant, aber das ist Teil eines anderen Videos. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie kann man ein Gauss-Gewehr machen. Und davor kann man die Andockluken an- und ausschalten. Wäre natürlich ganz nützlich zu wissen. Ist auch relativ einfach herauszufinden. Ja, also wir nehmen uns hier zwei von den Andockluken. Am besten wir packen die einfach mal auf maximale Magnetkraft. Brauchen natürlich eine Sonde und dann hier so ein, ja, Testsubjekt, könnte man sagen, was wir hier in die Mitte packen, und das erkennt dann eben, ob eine Änderung stattfindet. Wir bauen eine Struktur darum, einfach damit alles dort bleibt, wo es sein soll und nicht irgendwo wegfliegt. So, die ziehen wir ein bisschen weiter runter und die packen noch zusammen, damit das Ding nicht da reinkracht und alles kaputt macht. Ich habe auch schon Cheats, ja, also kein Luftwiderstand an sich, eher weniger nötig. Einfach nur dazu da, um kleinere Änderungen auch deutlich wahrnehmbar zu machen. Kein Kollisionsschaden ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja, wir wollen ja hier nicht einfach, dass unser ganzer Test in die Luft fliegt. Und keine Gravitation, einfach weil diese Änderungen, die hier stattfinden, viel zu klein sind, um die Andockluke hochzuheben. Genau. Die machen wir auch mal auf maximale Magnetkraft. Einfach damit die Änderungen deutlich werden. So, als allererstes, unser erster Test, wird sein, wir koppeln es ab und schauen, ob irgendwas passiert.
unwahrscheinlich. Ja, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendwas passiert, aber es ist halt eben möglich. Daher schauen wir uns das Ganze mal an. So. Okay, es ist natürlich noch umgeflogen. Da könnten wir gleich die Abtrennkraft verringern. Aber ihr seht, das wird irgendwie nicht von den anderen Andockluken angezogen. Also da passiert gar nichts. Die haben gar keinen Einfluss darauf. Sobald wir es jetzt hier abmachen, da seht ihr, das klebt direkt an der Decke, dieses Stück hier. Das klebt direkt an der Decke, also das hat auf jeden Fall einen Einfluss, wenn da zwei einzelne Andockluken herumliegen. Genau, dann machen wir den zweiten Test und zwar koppeln wir es erst ab und dann wieder an. Hat das jetzt einen Einfluss drauf? Nicht wirklich, nein. Also das sollte dann geklärt sein. Ihr seht, wir können Andockluken auch abschalten, beziehungsweise deren Magnetkraft abschalten. Ihr seht, sobald ich die abgekoppelt habe, ist es direkt wieder angesprungen. Wunderbar. Also wir können sie an- und ausschalten. Ja, jetzt müssen wir schauen, wie können wir diesen Prozess irgendwie nutzbar machen. Ich würde sagen, wir sind an sich schon so ziemlich gut vorbereitet. Wir haben dann hier eben unsere Röhre. Die können wir auch ruhig ein bisschen schlanker machen, weil die Andockluke ist ja an sich dünn genug. Und dann machen wir hier außenrum quasi unsere Spulen hin. Und das Ganze machen wir vielleicht einfach so. Ja, einfach so Andockluken links und rechts. Und dann müssen wir die hier irgendwie auch zusammenpacken, irgendwie, damit die auch nicht abhauen. Machen wir das mal so. Dann würde ich sagen, benutzen wir hier unsere Fallschirme, damit wir immer noch genug Platz haben, um das Ganze abzudocken oder abzutrennen, um genau zu sein. So, und dann brauchen wir hier oben noch ein paar strukturelle Teile, etwa so. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, probieren wir das einfach mal. Das allererste, was wir machen werden, ist das hier und nicht vergessen, Abtrennkraft auf 0, sonst wäre es ja irgendwie cheaten. Ja? Wenn wir das hier auf maximale Stufe packen, dann wird das sowieso nach oben beschleunigt. Könnte ich auch mal in zukünftigen Video machen. In den Orbit durch hier, Separatoren. Da kommen so viele Ideen bei diesen Videos. Ist unglaublich. Falls ihr weitere Ideen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. War unglaublich nützlich, unglaublich interessant. Ich glaube, da müssten wir tatsächlich weiter nach unten, weil wenn wir das so haben, das trennt ab, hier zum Beispiel, dann zieht das ja mehr zur Seite als nach oben. Das heißt, wir könnten hier noch ein bisschen nach unten gehen. So. Und dann packen wir hier so ein Vierer hin und noch ein Zweier. Ja, das passt wunderbar. Also als allererstes koppeln wir hier unsere Nutzlast ab. Zum Beispiel auch ein Satellit. Ja. Dann machen wir die beiden. Danach die beiden und die beiden. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie das so klappt. Ja. Als allererstes koppeln die halt ab. Koppeln sich wieder an. Dann koppeln die ab. Koppeln wieder an, koppeln die ab, koppeln wieder an, koppeln die ab, koppeln wieder an. Und die sollten das ganze Ding nach oben beschleunigen. Müssen wir einfach mal schauen. Vielleicht können wir die Fallschirme noch durch etwas anderes ersetzen, aber schauen wir erstmal. Die Andockluke ist abgekoppelt. Sieht man nicht genau, aber es müsste eigentlich abgekoppelt sein. Ja, ihr seht, da ist irgendwie so ein zweiter kleiner Pfeil drin. Die zweite Rakete wechseln zu. Also das hat auf jeden Fall geklappt. So. Ah. Ich sehe direkt ein Problem. Ich glaube, da müssen wir auch die Abtrennkraft ein bisschen verringern. Ja.
Auf jeden Fall. Okay, also es ist natürlich ein bisschen buggy. Dann verringern wir die Abtrennkraft. So, markieren wir mal alle. Das ist übrigens kein neues Feature, dass man mehrere Sachen markieren kann und die Eigenschaften verändern kann. Müsst ihr euch mal vorstellen, vor ein paar Monaten noch, hätte man das bei jedem einzelnen Teil machen müssen. Unglaublich nützlich. Vielen Dank an die Devs dafür. Hoppla. So. Ja, einfach mal stichprobenhaltig das machen. Und dann sollte es klappen. So. Nutzlast sollte ab sein. Wie ihr seht, da ist so ein zweites Dreieck irgendwie drinne. Und dann kommen jetzt unsere ersten Nanokluken. Zweiten, dritten und vierten. Okay. Die haben ein bisschen zu viel Bewegungsfreiraum, was schade ist. Ja, das ist einfach doof. Also es hat auf jeden Fall noch nicht geklappt. Wir müssen also die Bewegung noch stärker einschränken, und zwar links-rechts mäßig. Vor allem nicht in die Mitte. Die dürfen nicht hier in die Mitte kommen können. Ja, ich weiß nicht, ich kenne kein Teil, was dazwischen passen soll. Vielleicht können wir das aber auch anders machen, indem wir das Ganze drehen. Also wir schieben die nach außen hin. Und dann wollen die jetzt sowieso zurück in die Mitte. Und ich konnte das da gerade irgendwie nicht dorthin schieben. Egal, dann versuchen wir es einfach mal so. Die da können. Oh. Stark. Ich wollte sagen, die da können ja erstmal weg. Machen wir das erstmal so. Und dann verändern wir das hier auf der Seite. 1, 2, 3. Ich drehe das dreimal, weil dieses Teil hier oben soll in die Mitte. Ja, das schiebt es dann nach außen und dann sollte es an sich passen. So, dazwischen würde ich dann die strukturellen Teile hinpacken. Ich weiß nicht genau, warum das nicht dahin gepackt wurde. Keine Ahnung. Kein Plan. So, und dann können wir die auch an sich eins nach unten ziehen. Können wir das so machen und so machen. Dann würde ich sagen, sind Hitzeschilder besser geeignet als die glatten Fallschirme? Sind die ein bisschen höher? Das frage ich mich. So, machen wir das mal. So, die Hitzeschilder sind ein bisschen höher, okay. Dann könnten wir an sich auch Hitzeschilder benutzen. Und in dem Fall, ja, das wäre dann ein 11er Hitzeschild. Also müssen wir es einfach mal mit einem 10er versuchen. Oh, ich merke schon. Ja, wahrscheinlich doch nicht so gut. Vielleicht RCS-Düsen, die können ganz gut sein. Seht ihr diese winzige Lücke, die dort entsteht? Das ist perfekt eigentlich. Wir wollen natürlich minimale Bewegung haben. Ja, wirklich ganz kleine Veränderung. Sonst fliegen die hier einfach durch die Gegend und wollen nicht mehr andocken. Müssen die Bewegung so weit wie möglich einschränken. So. Dann können wir das mal damit ausprobieren. Und jetzt müssen wir hier die Stufen natürlich neu machen. Wunderbar. So, dann hätten wir das. Und dann probieren wir es einfach mal aus. Jetzt müssen wir schauen, dass das Ganze nicht einfach nach unten fällt.
So, Nutzlast ist frei. Erste Andockluke, zweite Andockluke, dritte, vierte. Es hat auf jeden Fall am Anfang geklappt. Ich glaube, ich war einfach ein bisschen langsam. Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es einfach nochmal. So. Nutzlast. 1, 2, 3, 4. Hey, was sagt man dazu? Schaut es euch an. Das hatte vorher die Geschwindigkeit von 0,0 Meter pro Sekunde. Und jetzt haben wir 1,9. Das heißt, an sich hat es funktioniert. An sich hat es funktioniert. Und wir schweben auch minimal. Wenn wir das jetzt in großen Mengen machen können, ja, in gigantisch großen Mengen, dann haben wir hier ein richtig, richtig funktionierendes Gaußgewehr. Vergrößern wir das mal. Genauer gesagt, verdoppeln wir das mal. So. Wenn wir es verdoppeln, wie funktioniert das dann? Noch ein paar extra Stufen. Da sind wir stehen geblieben. Also machen wir weiter oben. Weiter. So, doppelt so hoch. Doppelte Beschleunigung vielleicht auf 3,8 Meter pro Sekunde. Wäre natürlich schön. Nutzlast frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nee. Oder? Hat nicht wirklich geklappt. Ich glaube, ich war wieder ein bisschen zu langsam. Ich muss irgendwie so 2 Stück pro Sekunde öffnen. Also, die Nutzlast ist frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manchmal funktionieren die Stufen nicht ganz. Das ist die falsche Richtung. Da ist immer so ein kleiner Abstand, zeitlicher Abstand zwischen, die gehen ab und wieder ran. Ja? Irgendwie so 2 Sekunden. Da liegen irgendwie 2 Sekunden zwischen. Eins, zwei und dann ziehen sie sich gegenseitig wieder an. 2 Sekunden also. Das ist interessant. Vielleicht können wir dadurch unsere Stufen ein bisschen abändern, indem wir einfach zurück zum Start gehen. Was, wenn wir die Nutzlast als allerletztes lassen? So, ja, wir aktivieren alle vorher und dann machen wir das als allerletztes. Heißt, ich hau jetzt hier einfach ganz schnell auf den Stufenknopf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es ist absolut nichts passiert. Nochmal, schneller, einfach schneller. Ganz schnell draufhauen. Okay. Ziehen wir das nach oben. Und los. Ich merke schon. Natürlich, die untere Andockluke hat natürlich ihren eigenen zeitlichen Abstand, ja. Die Verzögerung, meine ich, hat ja eine eigene zeitliche Verzögerung. Die zieht das ja auch 2 Sekunden lang gar nicht an. Okay. Ja, also an sich würde ich schon sagen, haben wir es eigentlich schon richtig gemacht vorher. Ja. Also tippen wir jetzt einfach mal ganz schnell. Hui, oh. Ah, ja, ich merke es hier bei den letzten beiden. Die haben sich nicht richtig verbunden. Ja, es ist schwer, die Bewegung halt noch weiter irgendwie einzuschränken.
Ja, es ist dann halt einfach so ein bisschen Glück, Pech halt. Ja, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Oh Mann, da ist alles kaputt gegangen. Ja, da ist so ziemlich alles kaputt gegangen. Das ist schwierig, die irgendwie an diesem einen Ort zu halten, weil die halt eben nicht ganz so zwei Felder hoch sind. Es ist natürlich auch gut. Sie verbinden sich nicht mit den strukturellen Teilen dazwischen, aber halt auch schlecht, weil sie trotzdem recht breit sind. Sie sind einfach breit. Können die großen Räder da was ausrichten? Ich meine, würde es was bringen, wenn ich das irgendwie hier reinquetsche? Ich glaube halt nicht. Ich glaube nicht. Es fühlt sich nicht so an. Haben wir irgendein Teil, was quasi das ganze Feld benutzt, aber sich nicht damit verbindet? Verbindet sich das? Ich weiß es nicht. Wir müssen es ausprobieren. So können wir quasi die Bewegungsfreiheit auf Null setzen, ja? Also gar keine Bewegungsfreiheit. Es bleibt einfach genau so, wie ich es hingebaut habe. Ah, das braucht dann natürlich einen Platz mehr oben. Was nicht ganz so schön ist, aber naja, was können wir machen? So, und dann müssen wir es natürlich irgendwie verbinden. Und das machen wir mal so. Dann probieren wir das einmal. Okay, machen wir uns breit. 3, 2, 1. Okay. Es hat an sich geklappt. 4,4. 4,4 Meter pro Sekunde. Ich weiß es. Es sind winzige Geschwindigkeiten, okay? Und es ist eine einzelne Andockluke. Eine einzelne. Die macht quasi nichts. Die macht nichts, ja? Einfach mal nochmal probieren. Einfach mal schauen. Ob wir da andere Werte rausbekommen, wenn wir es nochmal probieren. Also, 3, 2, 1. Und 9,1 Meter pro Sekunde. Wow, einfach das Doppelte. Hä? Wie kommt so ein großer Unterschied daraus? Okay, jetzt wirklich, ich hämmer drauf. Ich hämmer drauf. 3, 2, 1. Ja, ist es schneller? Nein, es ist nicht schneller. Okay, eben war ich ein bisschen langsamer. Jetzt war ich deutlich schneller. Deutlich schneller scheint nicht besser zu sein. Das ist interessant. Sagen wir so, das ist interessant. Das heißt, wenn man schneller drückt, kann es sogar schlechter sein. Es hat nicht unbedingt einen Vorteil. Ich frage mich, ob ich die hier loswerden kann und stattdessen mehr Andockluken reinklatschen kann. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir müssen die alle zusammenziehen. Und dann das nochmal anschauen. So könnten wir das auch theoretisch kompakter bauen. Aber schauen wir mal. So, wir haben 8. Nee, vier. Vier weitere. Hoppla. Also quasi zwei Solarzellen voll. Also genau so viel. Wunderbar. Dann fügen wir Stufen hinzu. So. Und dann probieren wir das nochmal. Dann schauen wir, wie wir jetzt rausbekommen. Unser jetziger Rekord liegt bei 9,1.
3, 2, 1, los. Ui. Und? Was haben wir? 12,7. Jawohl. Okay, da haben wir schon ein bisschen was an Geschwindigkeit hinzubekommen. Aber nicht so viel, muss man sagen. Es ist nicht so viel. Auch hier möchte ich einen zweiten Test durchführen. Ich glaube halt einfach nicht, dass es dazu nützlich sein kann, um hier. Ja. Ich habe das Wort vergessen. Um Satelliten ins All zu beschleunigen. Ich glaube nicht, dass sowas geht. So kleinere Projektile, okay. Es könnte vielleicht auch ohne Gravitation funktionieren, wer weiß. Aber da ist einfach nicht so effektiv. Ist einfach nicht so effektiv. So. Wir haben 1000 Mal auf der Oberfläche angedockt. Ja, und jetzt haben wir 8,6. Das heißt, je nachdem, wie schnell man da klickt, desto größere Unterschiede gibt es. Oh Mann. Man könnte auch winzig kleine Projektile bauen. Und die hätten eine höhere Geschwindigkeit. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das perfekte Timing da herausfinden soll. Es scheint einfach bisschen zu kompliziert zu sein. Das zum Beispiel sieht gar nicht so gut aus. Jetzt habe ich relativ langsam geklickt. Aber wenn man ziemlich schnell klickt, dann hat es halt auch dieselben Probleme. Es ist auch langsamer. Ja, was werden wir das erste? Wie ganz am Anfang? Das erste machen wir ganz weit vorher. So, das kann sich jetzt schon längst irgendwie andocken. Ja, wird schon längst von den anderen theoretisch angezogen. Und dann sagen wir, los, 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 los. Alle gleichzeitig. Okay, wie viel haben wir jetzt? 10,6. Auch nicht das Beste. Ja, es ist nicht perfekt. Es sind zu viele Unterschiede da drin. Es ist doof. Es ist einfach ein bisschen doof. Was, wenn wir den Beschleunigungsweg ein bisschen länger machen? Also das hier nach unten ziehen. Und dann das mal so machen. Ja? Also, dass es einfach von weiter unten gezogen wird. Weniger nach links und rechts, sondern weiter nach oben. Hat das irgendeinen Effekt? So. Klick. Klick, 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 klick. Nein, es hat es tatsächlich gar nicht angezogen. Es hat es tatsächlich gar nicht angezogen. Was? Es wurde gar nicht angezogen. Fertig. Fertig, es wurde einfach nicht angezogen. Ende Gelände. Vorbei. Ist der Bereich, der Magnetbereich so klein, dass das schon keinen Unterschied mehr macht? Unwahrscheinlich. Aber naja, müssen wir dann so hinnehmen. Probieren wir ein anderes Mal. Vielleicht bei der Dingsterbumster. Bei der Magnetschwebebahn. Negative Gravitation und so. Wenn wir dort quasi größere Gefährte kopfüber fahren lassen wollen. An der Decke. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, also, das ist im Grunde das Ergebnis. Man kann es jetzt beliebig vergrößern, aber es wird nicht unbedingt schneller. Ja, manchmal ist es halt so. Die Klickrate von mir beeinflusst. Hä? Moment.
Die andere Kluke wurde gar nicht nach oben gezogen. Was? Die andere Kluke wurde gar nicht beschleunigt? Warum? Warum? Ich habe seit dem letzten Mal nichts verändert. Hä? Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich, was ich anders gemacht hätte. Gar nichts. Die ist immer noch in der Stufe drin und da habe ich alle anderen. Was? Warum beschleunigt das jetzt nicht mehr? Es hat doch eben beschleunigt. Was ist los? Bitte, was ist los? Ich kapiere gar nichts mehr. Jetzt sagt das Spiel einfach, nö, jetzt mag ich das nicht mehr genauso machen, wie ich es vorher gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Hilfe. Es funktioniert einfach nicht. Fertig. Es ist so schlecht reproduzierbar, dass es einfach nicht geht. Ich meine, die haben ja eindeutig abgedockt. Ja, die trennen sich ja eindeutig ab, die anderen Klugen. Und jetzt habe ich alle markiert, obwohl ich das gar nicht wollte. Moment. Löschen. Rückgängig. Ich brauche eigentlich gar nicht den unendlichen Bauplan. Ich dachte, ich mache jetzt hier gigantisch große Gauss-Gewehre, aber es funktioniert einfach nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe einfach nicht, warum es nicht funktioniert. Das ist sehr merkwürdig. Ja. Kann ich nichts daran ändern. Das will nicht. Das will nicht. Ich habe nichts anders gemacht. Ich habe es nach unten gezogen, habe es wieder nach oben gezogen und dann funktioniert es nicht mehr. Es ist so merkwürdig. Es funktioniert einfach nicht mehr. Versuchen wir es nochmal. Wenn nicht, dann war es das halt einfach. Gauss-Gewehre sind nicht möglich. Nö. Das geht nicht. Es will einfach nicht angezogen werden. Ich verstehe das nicht. Es ist genau dasselbe wie zuvor, nur dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Das. Hä? Ich habe das so gemacht und dann ist es plötzlich kaputt gegangen. Es macht einfach keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. Na? Ah, jetzt. Was? Oh Mann. Solche Videos können echt lustig sein, echt Spaß machen oder sind halt so und dann frustrieren die einfach. So, was haben wir? 1,3. Nichts. Nichts im Vergleich zu vorher. Wir hatten fast das Zehnfache. 12,7 war unser Maximum. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht, was da los ist. Manchmal beschleunigt es, dann wieder nicht. Eben habe ich es halt länger gemacht, so wie es jetzt ist. Da hat es nicht mehr funktioniert, ich habe es gekürzt. Funktioniert immer noch nicht. Jetzt mache ich sie wieder länger und jetzt funktioniert es? Ja, okay, das ist dann halt einfach keine Technologie, die man irgendwie anwenden kann. Fertig. Ich meine, ich kann es jetzt hier machen und wunderbar, viel Spaß, aber. Ja, und jetzt funktioniert es wieder nicht. Ja, Pech. Also, das war's. Diese Technologie funktioniert nicht. Sie ist so merkwürdig, man kann es quasi nicht immer gleich reproduzieren. Manchmal sagt das Spiel, ja, mache ich, kein Problem, wunderbar, dann sieht es ja auch an sich cool aus. Und jetzt sagt das Spiel, nö, machen wir nicht. Und dann passiert es nicht. Ich kapiere es nicht.
Egal, egal. Ich würde sagen, dann war es das mit der Folge. Ja, es bringt auch nichts hier, irgendwie was weiter rumzutesten, wenn das Spiel es nicht möchte. Nicht alle Experimente gehen positiv aus. Das hier ist eins davon. Aber ich denke mal, machen wir uns da keinen großen Kopf. Wir wissen jetzt, dass es nicht funktioniert. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Falls ihr auch solche Ideen habt, was ich mit Andockluken oder anderen Teilen im Spiel machen soll, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.